ich bin durch meinen Wahlkreis gelaufen und habe eben einen Mann getroffen, der mich auch sehr skeptisch angeguckt hat und gesagt hat, was machst du hier mit deinem Bollerwagen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin übrigens Ihre Bundestagsabgeordnete. Ich bin das jetzt auch bis 2025. Leben Sie damit. Aber was sind denn hier so vor Ort die wichtigsten Themen? Und mein Wahlkreis ist nun Grenzregion, deutsch-polnische Grenze. Und das Erste, was er sagte, ja, diese Ausländerkriminalität ständig. Hier im Dorf wurde schon einem die Maschine geklaut und da wurde ihm schon seinem Nachbar was geklaut und er selbst hätte auch eine Vespa bei sich und die sei, er hätte auch schon total gesichert und er hätte auch eine Kamera und eine Versicherung und alles. Wenn die Ausländer wollen, dann holen die sich das und da könnte man gar nichts dagegen tun. Und ich habe weiter Fragen gestellt und mich sehr dafür interessiert und irgendwann kam raus, dass es eben die Maschine, mit der seine Frau jeden Tag zur Arbeit gefahren ist und die Frau ist gestorben. Und auf einmal hatten wir eine Beziehung. Auf einmal hatten wir irgendwie auch eine Verbindung. Und es war schon so, dass ich sehr viel gelernt habe von dem Gespräch. Von ihm, von dem, wie er so fühlt und was er denkt. Und er auch. Nämlich, dass das Problem sind nicht die Ausländer, sondern die Kriminellen. Und da muss man schon einen Unterschied machen.